Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute startet eine neue Serie und ich bin selber so ein bisschen aufgeregt, denn ich setze mich damit selber auch unter Druck. Es geht um die 5 Minuten Raw Challenge. Ich habe in meiner internen Facebook-Gruppe, zu der könnt ihr übrigens auch noch beitreten, der Link ist unten in der Beschreibung, da habe ich mal aufgerufen, dass mir die Leute ihre Raw-Dateien zuschicken sollen und ich werde sie dann einfach mal bearbeiten, nach meinem Geschmack. Und das kann ja zu Inspiration eurerseits führen, das kann dazu führen, dass ihr sagt, okay, ihr findet eure Variante besser und ihr kriegt Bestätigung dadurch. Vielleicht lernt ihr auch noch was dabei. Die Leute, die jetzt selber kein Foto eingeschickt haben, die können vielleicht bei der ganzen Geschichte auch etwas lernen. Die einzige Sache dabei ist, ich habe halt selber nur 5 Minuten und ich darf nur Lightroom benutzen. Und wenn ihr mit eurer RAW-Datei in der nächsten Folge dabei sein wollt, dann könnt ihr mir die einfach zuschicken per WeTransfer. Ich setze euch unten nochmal den Link in die Beschreibung von WeTransfer. Da könnt ihr mir dann einfach über diesen Service eine E-Mail schicken mit eurer RAW-Datei und mit etwas Glück seid ihr dann in der nächsten Folge mit dabei. Fangen wir doch jetzt einfach mal mit dem ersten Bild an und das gehört dem Thomas. So, ich werde natürlich nebenbei auch hier ein bisschen kommentieren. Ich werde also als erstes mal so ein ganz bisschen die Lichter abdunkeln und die Tiefen aufhellen. Das kennt ihr ja schon. Standardprozedere bei mir. Dann denke ich mal, dass auf jeden Fall noch ein bisschen Kontrast hier rein sollte. Und ich habe auch überlegt, jetzt so gerade so am Anfang, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dass ich das auf jeden Fall entsättigen würde, um dem Ganzen so ein bisschen mehr dramatischen Look zu geben. Ich probiere mal hier noch so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ja. Ich denke mal, Klarheit funktioniert hier auch ganz gut in dem Bild. Und jetzt werde ich einfach mal anfangen, hier so ein bisschen Dynamik schon rauszunehmen. Ich will das Rot eigentlich einigermaßen gut drin behalten, aber das Grün will ich auf jeden Fall entsättigen. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal weiter runter und werde das Grün einzeln rausnehmen, sowohl das Grün als auch die Gelbtöne. Das ist auch gleich mal ein Tipp hier für euch an der Stelle. Wenn ihr Rasen entsättigen wollt oder auch Pflanzen und so weiter, dann macht das nicht nur mit dem Grünregler, sondern auch mit dem Gelbregler, denn viele, viele Gelbfarben sind auch in diesen Pflanzen immer mit drin. Ja, so gefällt mir das schon relativ gut. Vielleicht nehme ich das Blau hier auch noch so ein bisschen, naja, das ist schon fast ein bisschen viel, denn das Blau in dem Asphalt steckt auch sehr viel Blau drin, das möchte ich noch so ein bisschen beibehalten. Da werde ich vielleicht den Farbton noch ein bisschen anpassen. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Es soll nicht zu sehr nach Color Key aussehen, deswegen ich nehme das mal so ein bisschen zurück wieder. Also so ein bisschen Farbe sollte natürlich schon noch drin sein. Ich will das Ganze einfach nur so ein bisschen dramatischer machen. Und noch dramatischer wird es wahrscheinlich, wenn ich hier noch so ein ganz bisschen Farblook mit reingebe. Müssen wir mal gucken. Also ich werde jetzt hier die Tiefen so ein bisschen mit einem Blauton füllen. Ja, es darf nicht zu viel sein. Und die Lichter so ein bisschen mit einem Orangeton vielleicht. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich werde das ganze Bild auf jeden Fall noch nachschärfen. Ich gehe jetzt mal auf die 100% Ansicht. Das Bild ist gut scharf. Also sehr gut fotografiert, Thomas. Ich werde trotzdem hier meinen Standardbetrag von 80 reinsetzen. Wieder rauszoomen. Übrigens, der Schnitt ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich gut. Schön die dritte Regel beachtet, also das Auto ist nicht direkt mittig platziert, sondern ein bisschen weiter rechts unten und dann habt ihr eine wunderschöne Linie, die durchs ganze Bild führt und den Betrachter quasi hier komplett einmal durch das Bild leitet, also wirklich sehr, sehr gute Fotografie. Ich werde noch die Profilkorrekturen aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen, ja, das ist so die Standardsache. Dann werde ich auf jeden Fall eine Vignette dazugeben, um diesen dramatischen Look noch so ein bisschen weiter hervorzuheben. Ja, und so langsam kommt es in die Richtung, wo es mir dann auch wirklich gefällt. Ich werde mal gucken, noch so ein bisschen. Ne, Sättigung werde ich nicht wirklich rausnehmen. So gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht noch einen kleinen Tick dunkler das Ganze. Ja. Und von der Farbtemperatur müssen wir mal gucken. Ja, wenn man so ein bisschen noch weiter ins Bläuliche geht, dann kriegt das Ganze noch so ein bisschen mehr diesen Kino-Look. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und vielleicht werde ich hier unten noch so ein ganz klein bisschen was wegnehmen. Einfach um diese dritte Regel noch so ein bisschen mehr drin zu haben. Jetzt ist das Auto nämlich hier wirklich auf dieser dritte Regel. So, dreieinhalb Minuten sind jetzt gleich um. Das heißt, ich habe noch anderthalb Minuten Zeit. Was kann ich noch machen? Ich werde vielleicht hier noch so ein bisschen mit Dodge and Burn arbeiten. Ich werde das hier mal zurücksetzen.
und so ein bisschen Belichtung noch reinbringen. Automatisch maskieren ist aus. Und dann mal gucken, was wir hier noch machen können. Ich will hier so ein klein bisschen das noch aufhellen. Das ist viel zu viel gerade, merke ich. Setze ich mal so ein bisschen wieder zurück. Also das ist jetzt hier so ein bisschen Try and Error. Ihr seht also, wenn ich ein Bild mal komplett unvorbereitet bearbeite, dann dauert das auch bei mir ein bisschen länger. So gefällt mir das aber schon ganz gut. Ich werde vielleicht noch einen kleinen Lichtspot aufs Auto setzen. Müssen wir mal gucken, wie das wirkt. Ob das wirkt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Den lassen wir mal so drin noch. So ein bisschen kontrastreicher kann das Bild meiner Meinung nach. Also ich mache das jetzt hier gerade so richtig auf dramatisch. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke, dass dieses Bild sehr gut dramatisch einfach wirkt. Vielleicht bin ich da auch völlig neben der Spur und ihr seid völlig anderer Meinung. Das ist gut möglich. Aber jetzt sind auch gleich die 5 Minuten um. Und ich sage mal einfach, ich bin fertig. Das ist das Endergebnis. Mich würde natürlich auch mal interessieren, Thomas, wie deine Version aussieht von dem Ganzen. Vielleicht kannst du ja einen Link nochmal in die YouTube-Kommentare setzen, wo du das fertige Bild deinerseits nochmal verlinkst. Und dann kann man das ja auch mal so ein bisschen vergleichen. Jetzt hier mein Ergebnis vom ersten Bild. Ich will gar nicht so lange rumreden, sondern ich möchte gleich weitergehen zum zweiten Bild. Das hat uns der Detlef eingeschickt. Das ist wahrscheinlich Disneyland. Ich weiß aber nicht, welches Disneyland. Paris oder vielleicht doch USA irgendwo. Keine Ahnung. Jetzt werde ich hier einfach wieder meinen Timer setzen und ich sage einfach mal Action. So, ich werde auch hier wieder so ein bisschen Tiefen und Lichter angleichen. Wobei das hier schon relativ gut ausbalanciert ist, das Bild. Ein bisschen Kontrast werde ich wieder mit reingeben. Dann werde ich das ganze Bild, glaube ich, ein bisschen abdunkeln. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht die Tiefen wieder so ein bisschen aufhellen. Jo, das gefällt mir gut. Mal gucken, was die Klarheit macht. Ja, hier finde ich die Klarheit eigentlich ganz cool. Man darf es natürlich nicht übertreiben, aber so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob das Bild ist schön scharf, sehr gut fotografiert. Vom Ausschnitt her bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also auf jeden Fall müssen wir das Bild mal begradigen. Und wenn ich mal gucken, hier auf der linken Seite, das ist nicht so interessant. Ich würde vom Ausschnitt her auf jeden Fall ein bisschen zusammenstauchen. Und dann gucken, wie das jetzt aussieht. Ja, ein klein bisschen können wir hier vielleicht noch oben wegnehmen. Also ich bleibe jetzt auch mal nicht in diesem 3:2, sondern gehe jetzt hier einfach mal so ein bisschen ein. Wie halt ein normales Bild kann ich das halt croppen, wie ich möchte. So, das gefällt mir schon ganz gut so. Ich werde mal gucken, ob wir die... jetzt geht der Crop natürlich wieder raus. Aber jetzt ist das Bild wenigstens gerade. Und jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Jetzt geht hier unten natürlich die Kante so ein bisschen verloren. Aber das macht eigentlich nichts. Aber ich würde halt auf jeden Fall näher rangehen an das Ganze. Ich hätte es vielleicht auch ein bisschen anders fotografiert. Ich hätte es vielleicht sogar in Querformat fotografiert und wäre vielleicht ein Stück weiter nach rechts gegangen. Ich weiß nicht genau, was da kommt, aber ich stelle mir vor, dass man von ein bisschen weiter rechts vielleicht einen cooleren Ausschnitt noch bekommen hätte. Aber das kann ich jetzt hier aus der Entfernung schlecht sagen. So, ich werde ein bisschen Dynamik noch reingeben. Und ich werde wahrscheinlich auch mal gucken, wie das wirkt, wenn wir hier so einen kleinen Verlaufsfilter noch reinsetzen, um den Himmel so ein bisschen abzudunkeln, zumindest in dem oberen Bereich. Ja, das gefällt mir echt ganz gut soweit. Perfekt. So machen wir das. Dann, das Grün gefällt mir noch nicht ganz so sehr. Das werde ich vom Farbton her vielleicht noch so ein bisschen abändern, so ein bisschen mehr ins Gelbliche reingehen. Vor allem, weil ja, ich denke mal, das ist ein Sonnenuntergang hier im Hintergrund. Und dementsprechend würde ich das Grün hier eher so ein bisschen Richtung Gelb verschieben. So
So gefällt mir das schon besser. Die Sättigung beim Blau werde ich jetzt nicht so mit reinnehmen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, wenn man die sogar noch ein bisschen rausnimmt. So, machen wir das mal. Ich werde das Bild auf jeden Fall wieder nachschärfen. Das ist ja Standard. Der Betrag von 80 ist bei mir immer gegeben. Die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren. Ja, dadurch wird das Bild auch wieder ein bisschen heller. Aber ich glaube, hier unten ist es immer noch so ein bisschen verzerrt. Ich weiß auch nicht, aber ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich glaube aber, dass es noch nicht so hundertprozentig gerade ist. Also die Autokorrektur von Lightroom hat da vielleicht auch nicht ganz so sauber gearbeitet. Aber vielleicht ist es auch optische Täuschung. Also das, dadurch, dass ich es nicht selber fotografiert habe, ist das jetzt schwer zu beurteilen. Ich habe jetzt hier noch eine gute Minute. Ich werde mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall eine Vignette drumherum setzen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich finde, hier oben ist der Himmel halt sehr dunkel im Gegensatz zum Rest. Also vielleicht werde ich hier nochmal einen zweiten Verlaufsfilter setzen und das Ganze hier so ein bisschen rausnehmen, die Dunkelheit. Also so quasi entgegen der Dunkelheit arbeiten. Einfach, dass man ja in dieser Ecke nicht ganz so dunkel ist. Ja, da hat man jetzt so ein bisschen entgegengearbeitet. Das sieht einfach ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Die Sättigung werde ich noch so ein bisschen rausnehmen. Ja, so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut, das Bild. Ich werde mal hier unten noch ein anderes Profil wählen. Landscape. Manchmal sieht es ganz gut aus. Ja, das gefällt mir sehr gut. Schaut mal, was das nochmal hier gemacht hat. Der Unterschied zwischen Adobe Standard und Camera Landscape, das ist halt die Power of RAW. Und ja, so gefällt mir das Bild schon echt ganz gut. Und jetzt sind die 5 Minuten auch gleich um. Wir haben noch ein paar Sekunden, aber ich denke mal, so werde ich es lassen. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Perfekt. 5 Minuten sind um. Und so sieht das Bild jetzt in voller Ansicht aus. Ja, also, wie gesagt, es sind immer nur 5 Minuten. Ich kann mich nicht wirklich darauf vorbereiten, aber ich denke mal, dass man ein ganz gutes Ergebnis bei rumgekommen hat. Ich mache nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah das Bild am Anfang aus, fotografiert. Und so sieht das Bild jetzt am Ende bearbeitet aus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen oder diese ganze Serie gefällt euch. Wenn dem so ist, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt gerne auch kommentieren, wenn ihr was anderes gemacht hättet oder wenn euch was gefallen hat. Lasst es mich unbedingt wissen. Wie gesagt, wenn ihr selber daran teilnehmen wollt, dann stehen die entsprechenden Sachen nochmal unten in dem Infobereich oder tretet einfach der Facebook-Gruppe bei. Da wird das auch nochmal genauer erklärt und da kriegt ihr sowieso jede Menge Hilfe. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Bearbeiten eurer Bilder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!